Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 33 Oktoberfest. Das Oktoberfest ist das größte Volksfest in Deutschland und der Welt. Wusstest du das? Das Oktoberfest gibt es schon seit über 200 Jahren. Das erste Mal fand das Oktoberfest im Jahr 1810 statt. Das Oktoberfest wird auch Wiesen genannt. Es findet jedes Jahr vom 16. September bis zum 3. Oktober in der Stadt München statt. Die Stadt München liegt im Süden von Deutschland. Sie ist die Hauptstadt von dem Bundesland Bayern. Jedes Jahr kommen Millionen von Menschen nach München, um auf das Oktoberfest zu gehen. Auf dem Oktoberfest geht es hauptsächlich ums Feiern. Die Leute wollen gerne Spaß haben. Deshalb trinken die meisten Menschen auf dem Oktoberfest auch Bier. Das Bier wird in einem sehr großen Glas serviert. Dieses Glas heißt Maßkrug. In einen Maßkrug kann man ungefähr einen Liter Bier füllen. Das ist ganz schön viel, oder? Deshalb ist der Maßkrug auch sehr schwer. Eine Statistik zeigt, dass im Jahr 2022 mehr als 5,6 Millionen Maß Bier getrunken wurden. Puh, das ist sehr viel, oder? Auf dem Oktoberfest kann man überall Musik hören. Oft ist das auch traditionelle bayerische Musik. Die meisten Menschen tragen auch eine traditionelle Tracht. Eine Tracht, das ist die traditionelle bayerische Kleidung. Die Männer tragen eine Lederhose und lange Strümpfe. Die Frauen tragen ein sogenanntes Dirndl. Ein Dirndl, das ist ein Kleid. Warst du schon einmal auf dem Oktoberfest? Wie war deine Erfahrung? Schreibe es mir in die Kommentare. Neue Vokabeln. Volksfest. Fair. Stattfinden. Take place. Fand statt. Took place. Wird genannt. Is called. Liegen.
is located. Hauptstadt, capital. Bundesland, state. Hauptsächlich, mainly. Deshalb, therefore. Maßkrug, beer mug. Bayerisch, Bavarian. Kleidung, clothes. Strümpfe, socks. Kleid, dress. Hast du alles gut verstanden? Super! Wenn nicht, dann höre diese Episode einfach noch einmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening. I really hope you enjoyed that episode. Please give the thumbs up. Don't forget to subscribe my channel. Let me know your thoughts in the comment section. And I hope I can see you in the next episode. Tschüss und bis bald.